Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Ragnarmod 6 mit dem Krian. Hallo Yogi. Hallo Krian. Ich bin gerade dabei, hier den Tamagotchi zu füllen, zumindest was Create angeht. Deswegen habe ich Wolle geholt, damit wir hier ein paar Filters machen. Ah, da kann ich direkt mehr Wolle holen wahrscheinlich. Ich habe nur zwei geholt. Ja, boostet falsch. Und der Krian connectet, glaube ich, noch seine Systeme da ein bisschen. Ich mache es schneller. Noch schneller. Ach, es ist, passt das da von der Höhe her wieder nicht. Wenn ich den aber hier hin mache, dann läuft der verkehrt rum. Hey, du, das ist manchmal doof. Oh, hier ist noch so ein Steinschaf von der Medusa. Oh, Steinschaf. Wo können wir hier einen guten Anschluss machen? Den von da nach da hole. Ah, ist doof, weil da der Bremser aktuell drin ist. Ja, ich helfe euch mal hier, dass es ordentlich aussieht, Farmers. Aber ihr habt auch keine Schafe, ne? Bitte keine Gefangenen freilassen. Was? Ich soll Gefangene nehmen? Okay. Keine Angst, ich nehme sie. Hier drum. Ich pech aber auch. So, jetzt wird der richtig rum. Krian wieder Gefangene genommen hier. Aha, du bist gefangen. Es sieht halt so ekelhaft aus, was ich hier gebaut habe. Absolut grausam. Gidigit. Ja, es ist wirklich widerlich. Es ist halt optisch einfach nur... Mir fällt kein besseres Wort als Scheiße ein. Ist auch so ein schönes Wirrwarr an Zahnrädern. Nein, es ist... Ich weiß nicht. Normalerweise versuche ich das etwas besser zu bauen, aber... Du, deswegen bin ich gerade auf Wollsuche. Da muss ich nicht sehen, was ich da hingestellt habe. Das ist schon immer gut. So. So, die noch mal dahin. Noch mal den mal weg. Es ist halt wirklich absolut widerlich. Aber es funktioniert. Der aber ballert jetzt lieber widerlich als widerlich. Der ballert jetzt da die schönen Dinger hoch. Wir haben jetzt einige Stacks an Andesite. Wir sind jetzt bei 7 Stacks, fast 8. Okay. So, Äpfel und Sticks werden bei 8 gecapped. Es werden nicht mehr als 8 Sticks. Okay. Und bei Dark Oak Logs sind wir jetzt bei 232 Stacks. Okay. So, die Frage ist, was ist jetzt als nächstes dran? Mhm. Da bin ich mir tatsächlich jetzt mal nicht so sicher. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe eigentlich überlegt, eine Blazeblatt-Farm zu machen, weil ich habe einen Blaze-Spawner mitgebracht aus dem Nether. Okay. Das wäre auf... Was, wie was kannst bringt du jetzt uns erst Blaze? Die Quest erfüllt haben? Ja, weil wir vorher noch keinen Trust-Filter hatten. Ah. Was bringt das? Es brennt heißer. Damit können wir theoretisch, das heißt theoretisch, damit also, können wir... Blaze Blood. Damit können wir Diamanten auch schmelzen. Zum Beispiel die Diamantrüstungen, die wir nicht brauchen, kann man dann schmelzen und dann kriegen wir mehr Diamanten raus. Ja, cool. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt eigentlich wirklich Bock drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Gut, das kann ich dir auch nicht sagen.
Und hier die Verbindung der Dinger muss besser sein. Die ist auch ekelhaft. Weil du kannst auch optisch optimieren erstmal, wenn du das möchtest. Ich werde dich nicht davon abhalten. Aber man könnte es auch als Boden nutzen, aber dann haben wir hier plötzlich so einen anderen Boden als sonst wo. Das ist auch nicht das Wahre. Nö. Hallo? Hallo? Senkt? Ah, senkt nicht mehr. Direkt die Angst bekommen. Ich glaube, was jetzt mal nicht so blöd wäre, wäre tatsächlich mal eine Reise zu machen. Eine Reise? Ja. Die Welt neu entdecken? Mal wieder so eine kleine Loot-Tour machen. Ja. Ich wäre nicht abgeneigt, muss ich ja gestehen. Also da würde ich, ne, mitkommen. Bräuchte nur vielleicht vorher ein Schwert, was besser ist als mein Eisenschwert. Ich will da mal wieder ein bisschen was Spannendes machen. Wenn wir jetzt Action. Die ganze Zeit da versucht haben, irgendeinen Müll zu bauen. Jetzt haben wir Endeszeiten brauchen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Nö. Den Kram hier rein. Ich mülle Truhen zu, Truhen zu, Truhen zu. Ich mach meinen Rucksack leer, Rucksack leer. Dann kannst du es bitte auch richtig einräumen. Na, ich muss ja erstmal alles auf einen Nenner bringen, dass alles, was ich doppelt habe, gesteckt ist. Dann kann man drüber reden. Ich weiß nicht, woher ich diesen Anboss habe. Das kann ich auch nicht sagen. So, haben wir das. Nein. 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 Das Y? Ja. Da haben wir Spawn X. Alles klar. Wenn ich wenigstens zumindest das Holz hier irgendwo. Wahrscheinlich haben wir nur noch das Blazing Archwood. Manual Archwood Planks. Dann müssten die ja hier drüber. Nehmen wir mal den hier noch rein. Ach, so viel Müll immer. Das ist nervig. Aluminium. Was übrigens auch nervig ist, ich habe mir letztens beim Wohnungsräumen habe ich einen Fernseher mitgenommen. Als ja. Neuen Bildschirm für meinen Computer. Ja. Weil ich gedacht habe, okay, dann kannst du nämlich mit drei Bildschirmen wieder arbeiten. Geht leider nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Das Dumme ist, dass mein Fernseher mit einer Universal-Fernbedienung benutzt wird und die funktioniert ohne etwas einzustellen, auch mit auch dem Fernseher, den ich mitgenommen habe. Das heißt, wenn du an deinem einen Fernseher was umstellen willst, stellst du es automatisch an allen anderen, also an dem anderen auch um. Exakt. Nice. Das wäre jetzt nicht das Wort, was mir dazu eingefallen wäre. Ja, als Unbeteiligter in dem Fall kann ich das durchaus sagen. Als Unbeteiligter schon, ja. Als Beteiligter würde ich vermutlich auch ein anderes Wort verwenden, um meinen individuellen Hass gegenüber dieser Situation auszudrücken. Aber so bin ich ganz cool mit der Situation. Drüben irgendwo mal. Oh, hier ist ein Sattel. In der Golemhorn.
Hühner vielleicht noch dezimieren. Gut. Die Aurora-Dinger kommen dahin. Der Gu einfach auch mal, weil den haben wir bisher nirgendwo. Dahin. Ankommen, Lost Knowledge. Ja, ihr dürft ja frei sein, ist ja okay. Das hat was mit Spawn zu tun. Haben wir ein Draw für Flint? Nein, weil du bei dir dauernd nur Flint hast. Ja, deswegen sehe ich ja, ob wir hier einen haben. Nee. Würde ihn bei den Steinsachen mit dazu machen, so tendenziell. Joa, mach einfach. Noch eine Uhr. Kann ich irgendwie meinen kompletten Inventar von einer Sache direkt reinhauen? Ja, vorne am Draw. Am Drawer Slave. Ja, das. Da kommt. Das ist auch alles miteinander verbunden. Das heißt, wenn wir schon irgendwo eins davon haben. Es ist nicht so, dass wenn ich Shift oder so drücke, der alle nimmt, die ich im Inventar habe. Einfach nur Rechtsklick machen. Ja, aber der nimmt dann immer nur den aktuellen Stack, oder? Nein, macht alles. Bei mir nimmt er nur den aktuellen Stack. Ist es vielleicht voll? Nö. Also, weil, ich nehme den nächsten Stack, das geht. Und auch mit Steuerung. Einfach mal rechts gedrückt halten. Ja, dann nimm. Ach, dann geht's. Nö. Jetzt ist es. Ah, gut, jetzt ist es wahrscheinlich voll. Ja, die Kleinen halten ja nicht so viel. 8 Stacks halten sie aus. Ja. Ja, gut. Alter Vater, hier kriegt, du musst mal schlafen gehen. Da kommt ja, du hast die ganze Zeit mein Bett benutzt. Dann da kommen die ganzen gehen. Apokalyptischen Reiter schon wieder. Wassereimer nehme ich mal mit. Hat er jetzt die Steaks hier einsortiert? Das wäre ein Steak. Nein, Steaks werden da nicht einsortiert. Deswegen wundert es mich und ich habe mich nur gerade gewundert, wo sie hin sind dementsprechend. Gut. Ich bin dann tendenziell soweit. Bist du tendenziell soweit? Ich glaube, die Silk Touch brauche ich nicht. Aber weil wir mehr Spawner finden, nehme ich auch mal Silk Touch. Ja, dann können wir die ja mitnehmen und einsammeln. Ja, dann mache ich mich jetzt kurz auch soweit. Ja, können wir hier vielleicht noch so... noch Backpack-Upgrades machen, aber ich glaube nicht. Wir sind doch schon auf dem höchsten, oder? Ich weiß es nicht. Also platztechnisch zumindest. Gäbe es noch. Okay. Haben wir Diamant-Backpacks? Ich glaube schon. Meint schon, ja. Ne, hier ist ein Gold-Backpack noch. Was? Welchen trage ich? Ich trage ein Diamant-Backpack. Ja. Aber ich habe noch ein Gold dabei, deshalb müssen wir noch einen Diamanten-Backpack machen. Wir haben auch nicht mehr, aber doch noch einiges. Was denn? Ich dachte, wir haben nicht mehr so viele Diamonds. Diamanten, ja. Ja. Die Frage ist, wohin geht es dann? Das ist tatsächlich eine legitime und gute Frage. Frage ist, wollen wir looten gehen oder auf Tour? Oh. Die Frage ist halt, was bringt uns eine Tour? Ne? Ich meine, klar, Loot. Und die Frage ist, sollten wir uns ein Waystone-Ding mitnehmen, dass wir uns dann immer wieder her teleportieren können?
Ja, man könnte einen craften, wa? Weil, ne, den muss man ja nur da aktivieren oder müssen wir den hier auch nochmal aktivieren? Der ist hier schon aktiviert. Ja, aber Beziehungsweise es. ich habe ihn schon hier Ja, aktiviert. ich habe ihn hier auch aktiviert, aber es ist nicht so, dass wir dann den hier, also den neuen, dann erst da irgendwo noch zusätzlich Nein. aktivieren müssen, ne? Nein. Dementsprechend, ne, würde es ja unter Umständen Sinn machen. Weiß aber nicht, ob wir noch Enderperlen haben. Ich glaube nicht. Dann können wir, ich sag mal, das restliche Material mitnehmen. Mach mal die Baumfarm. Wobei, wir sind dann eh weg, gell? Ich mach die Ja. Baumfarm trotzdem mal aus. Mach's nochmal aus und tu die ganzen. Die ganzen Saplinge abbauen. Nicht, dass hier urplötzlich dann alles voller Bäume steht, wenn wir wiederkommen. Noch einiges auszuräumen. Problem ist, jetzt läuft dummerweise auch unsere Endeszeitgeschichte nicht mehr weiter. Das ist ein bisschen uncool, weil ich das nicht davor verbunden habe, sondern erst nach dem Klatsch. Aber naja, ist ja auch nicht schlimm. Nee, mein Gott, also wir haben ja jetzt nicht vor, keine Ahnung, 5 Millionen Tonnen davon herzustellen und damit irgendwas zu bauen. So, ich könnte rüstungstechnisch, sollte ich natürlich mal irgendwas noch anziehen. Ich werde mich noch mal reparieren, sehe ich gerade. Haben wir hier bestimmt noch irgendwo irgendwas rumliegen, was ich ankleiden kann? Hier Schuhe. Iron Boots, Diamond Boots, Leather Boots, Golden Boots. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Der Anvil. Kann Aber ich ist ja nicht schlimm. mit Iron Repair Kits allen Sachen reparieren? Nein. Okay. Muss schon das entsprechende Außer Tinkers du drin hast sein. sie halt aus Tinkers gemacht, ja. Okay. Ja, ich würde aber sagen, in der nächsten Episode ziehen wir dann los. Bis dahin bereiten wir uns noch vor, damit wir sofort starten können in der nächsten Episode. Und zwar am Freitag. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Gesundheit rein und bye bye.